Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Portia. So, jetzt muss ich mich langsam sputen, weil ich zu einer Verabredung muss. Ja, Merlin, pünktlich hier, du stehst ja schon da. Naja, interagieren. Verabreden? Achso, geht noch nicht, weil, ne? Und. Ach, nur wegen der Kamera. Hau doch jetzt nicht ab. Bleib stehen. Und ich warte noch. Ihr seht schon, ich habe schon ein Kabel hergestellt. Stopp. Hier. Ein Kabel habe ich schon hergestellt. Und ich warte gerade noch auf die Lagerung und auf die Carbon-Stahlbarren. Hi, Spacer. Hi, Alu. Und ja, ich warte. Jetzt warte ich auf zwei, damit ich mit der, dass die interagieren kann. Geht nicht. Jetzt da? Warum? Ach, hier, Verabredung beginnen. Okay. Hast du zu irgendwas bestimmten Lust? Ich komm einfach mit. Okay. Blaue Sachen. Hier, Brunnen. Was? Brunnen gucken. Hilfe? Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht beenden. Da ist doch irgendwas, was wir tun können, oder nicht? Können wir irgendwas zusammen machen irgendwo? Boah, ich habe keine Ahnung. Hier zusammen hinsetzen. Bisschen den Schnee angucken. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, ne? Warte mal, rot, blau. Ach so, das sind nur... Ne. Das sind ja wir, rot-blaue Männchen, das sind wir. Wir können hier quatschen oder so. Wir können essen gehen. Hier. Keine Ahnung. Aprikosensaft. Willst du essen gehen? Komm mit. Geh mal essen. Hast du Hunger? Können wir hier Merlin? Oh, Merlin ist nicht da. Manu! Ich dachte, wir könnten. Wartet mal, ich war noch nie bei einer Verabredung. Merlin? Merlin? Ach, da ist er. Oder sie. Wartet mal, ich kapiere das noch nicht so ganz. Wir können hier Abzeichen... Ach so. Unter dem Wunschbaum plaudern. Zu Abendessen. Dart spielen. Wir könnten zusammen zocken, oder wie? Oder ist das nur alleine? Unter dem Wunschbaum plaudern. Nee, ich glaube, das ist es wirklich... Komm, wir gehen ein bisschen spielen. Wir gehen ein bisschen zocken, ha? Bist du auch ein Zocker? Ich hoffe. Sonst wärst du sowieso bei mir schon unten durch. So, komm her. Ich habe gehört, du seist ein Ballon-Scharfschützen. Willst du es uns mal vorführen? Klar. Lass uns hier draufballern. Oh ja, warte, ich kann es ja nicht, ne? Ich bin kein Scharfschütze. Nein. Ich habe noch einen erwischt. Ich hab einen erwischt. Hui. Gut, Erfolg. Sehr gut. Streng dich etwas mehr an, um die Höchstpunktzahl zu erreichen. Nein! Mach's doch selber! Hier. Das hier mal probieren. Einarmiger Bandit spielen. Jawohl, komm her. Zeig mir, was du kannst. Oh, oh. Okay. Los, wir machen 10-mal. Wie ging das nochmal? Ach ja, so ging das. So, und... nochmal. Nochmal, bitte nochmal den Steak. Das Steak. Und ja! Das war nicht Glück. Das war Können. Sag mal, was bist du denn für ein doofer Partner hier? Sie meinen, du hättest ein Händchen für Pfeile. Macht das dir was aus, das mal zu demonstrieren? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Bei dir macht mir das tatsächlich was aus. Und zack. Ach so. Und zack. 30 hier. 30, ha? 30. 30. Erfolg. Wow, sogar mit Erfolg. Wow, du bist wirklich gut. Gott sei Dank, ich habe was gefunden. Können wir das nochmal machen? Das war wenigstens cool.
Aber ich glaube, das ist... Ah, okay, ich glaube, das geht nicht mehr. Ich glaube, nur da, wo ich es verkackt habe. Okay, ich probiere es nochmal. Die Höchstpunktzahl werde ich... Ja, sowieso nicht, ne? Nein. Da. Okay, konzentrieren. Bringt auch nichts. Ich bin nicht gut im Schießen. So, aber besser wie vorher. Ich hoffe, das war... Ich will nicht die Höchstpunktzahl. Manjo, lass mich spielen, wie ich will. Soll sie selber mir... Oder er, soll sie mal erstmal vormachen. Nicht nur meckern hier. So. Spiel zum Spaß. Okay? Nicht, um irgendwelche Ränge abzustauben, Merlin. So. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks, ne? Nur am Meckern. Ach, nee. Komm, wir plaudern einfach. Warte mal, wo geht das? Geht das hier? Irgendwo? Ich bin etwas müde. Können wir uns einen Moment hinsetzen? Klar. Was mache ich jetzt? Plaudern? Kompliment machen? Beschenken? Auf meinem Schoß? Nein! Sag mal, hallo? Plaudern! That's a waste of time. I'd rather spend it researching. Ja, du... Du wolltest doch die Verabredung, du Eumel! Mach ich ein Kompliment? Was soll ich sagen? Ich habe deine Forschungsarbeit in deiner Zeitschrift gesehen. Wirklich beeindruckend, oder? Ich habe den Eindruck, du bist ganz schön clever. Mama, so. My research has been documented in exactly 5 different magazines and newspapers. But none of them are from Vega 5, which is insulting. Ai. Was mache ich jetzt? Ich will sie nicht beschenken. Achte mal, noch ein Kompliment. Jetzt sagen wir halt das andere. Right. Now tell me something I don't know. Was ist das für... Nee! Einfach nee! Schenke ich einer CD. Mir gefällt das Geschenk. Danke. Oh. Nein, die darf nicht auf meinem Schoß sitzen. Vergiss es. Nein, ist nicht. Ich bin immer noch der Meinung, es ist ein Mädchen. Okay. Eine Ding haben wir noch. Komm, wir schaukeln. Ich glaube, da können wir schaukeln. Können wir auch wippen? Können wir wippen? Kann ich dich vielleicht wegspicken oder so über die Mauer, damit ich dich nicht mehr sehen muss? Können wir hier eine Welt spielen? Ja. Nein. Oh nein, geht nicht. Nicht genug Punkte. Okay. Können wir schaukeln? Ich würde gerne schaukeln. Möchtest du hier schaukeln? Auch nicht. Nein, will ich nicht. Kann ich das Ding beenden? Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn die Verabredung? Ich habe keine Punkte mehr. Ich kann gar nichts mehr machen. Kalender. Bis 16 Uhr. Okay. Warte mal, bis 16 Uhr. Ich kann dich schon wegschicken. Geh weg. Du gehst schon. Schade, dass es schon vorbei ist. Vielleicht kannst du nächstes Mal länger bleiben. Nee! That's what a social engagement is like. I'll have to contemplate my reaction and communicate a result to you later. Weißt du was? Das kannst du für dich behalten. Ich will das gar nicht wissen. Ich war sehr enttäuscht. Du bist ein ganz schlechter Zockerpartner und allgemein. Nee, nie wieder. Nie wieder eine Verabredung mit Merlin. Nie wieder. Nee. Warte auf Merlins Antwort. Puh. Naja, es war beim grünen Bereich. Ich denke, ich hoffe, wir kriegen die Kamera, ne? Oh, nee. Kinder. So, wir brauchen Kabel. Ganz dringend Kabel. Ah, was nur eins? Weil kein Stahlkabel mehr. Ja. Ach, ich brauche 2 Kabel pro... Warum? Nee. Ich bräuchte eine zweite Schleifmaschine. So, das nehmen. Seilwinde. Es ist so übel. Es ist einfach nur übel. Okay, die 2 Stunden. Die müsst ihr jetzt kurz warten. Dann ist die Seilwinde fertig. Und dann, ja. Oh, die Kabel, ne? Ich habe erst 2 von 6. Das heißt, mir fehlen 4. Das heißt, ich brauche noch 8-mal Stahlkabel. 8-mal Stahlkabel. Das heißt, ich bräuchte
8x Stahlkabel. 4 kann ich erst herstellen. Ich brauche nochmal 4 so Barren. Ah, na gut. Ich hoffe, die sind dann fertig. Qual der Wahl, ja. Und ich, das ist halt die ganze Zeit, weil das andere Zeug arbeitet und so, kriege ich keine Aufträge fertig. Das ist so traurig. Ah, so übel. So übel. Ach ja, ich habe ein paar Auszeichnungen bekommen. Wenigstens habe ich die Daten, ne? Das Dart-Ding, das habe ich ja gut gemeistert hier. So. 18 Uhr, ich hau mich hin. Ich will, dass das Zeug fertig wird. Man könnte farmen gehen, aber ich will nicht. Bestätigen. Ich meine, momentan habe ich ja von Steine technisch, erztechnisch genug Zeug. Mir fehlt es halt an dem ganzen anderen Kram. Das ist das Problem. Ich könnte vielleicht nochmal so eine Schleifmaschine basteln. Damit, ja, Merlins Antwort. Oder was kriege ich jetzt per Post? Von Merlin. Oh, ich habe die Kamera, jawohl. Handwerker, das ist das erste Mal, dass ich eine Verabredung hatte, weißt du? Sie war nicht sehr überzeugend. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Offenbarungen oder eine Erleuchtung. Aber ich schätze, da habe ich falsch gedacht. Diese Märchenbücher sind wirklich irreführend. Experiment fehlgeschlagen. Was soll's? Hier, nimm die Kamera. Sie gehört dir. Danke für deine Kooperation, Merlin. Ja. Weißt du, es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn du nicht so ein Esel gewesen wärst. Ist doch wahr, oder? Ich meine, man muss nicht die Höchstpunktzahl haben. Einfach nur zusammen auf Ballon schießen, das macht doch schon Spaß. Man muss nicht immer der Beste sein. Das bringt nichts. Macht auch keinen Spaß. So. Natürlich ist es schön, wenn man Erster ist. Aber es ist ja nicht, ja, es ist nicht alles. So. 8 Stück brauchen wir davon. Die müssen wir jetzt schon mal herstellen, weil ich muss die Kabel fertig kriegen. So, jetzt können wir aber mit May reden, während das da hergestellt wird. Und mit dem Zeug kann ich noch nichts herstellen. Nein. Okay, Salven brauche ich aber auch für die Dinger. Gut. Dann gehen wir jetzt zu May, bringen ihr die Kamera und ja, meine Güte. Was? Und sagen ihr, wie teuer das war, ne? Vielleicht fühlt sie sich dann ein bisschen schuldig oder so. Sanwa, hallo. Aber das war nicht schön, die Verabredung. Also es ist schon schön so vom Dinge, aber nicht mit so einem Kollegen. Hi, Mint. Boah, nee, nee, nee. Nee, 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 Leute. Hi, May. Und er war... Wow, that's a real camera. Must have been hard to make one. Ich habe die nicht hergestellt, aber glaub mir, es war genauso schwer, wenn nicht sogar schwerer. With this camera, we can really make our newspaper shine. Thank you so much. Da-da-da-da. Rufpunkte. Die vorgesehene Taste für den Kameramodus benutzen wird. Wo, wie, was, hä? Ich habe keine Ahnung, welche Taste das ist. Egal. Jetzt können wir aber Kamera benutzen. Das ist ja cool. Okay, nicht schlecht. Ich weiß nur gerade nicht, welche es ist. Tobi, Scraps, Egg, hallo. Ach nee, doch, Jack ist da. Okay. Der hat sich schon wieder einen Auftrag geholt. Ich brauch die blöden Seile. Der macht die ganzen Aufträge. Das ist kein Wunder, dass ich nicht hinterherkomme. Also punktetechnisch, ne? Da ist es kein Wunder. Gib mir. Kann ich schon wieder eins herstellen? Kabel, 1. Wow, es geht voran. Die Hälfte haben wir. Und ich brauche nochmal eine Seilwinde. Weil wir brauchen nochmal 3 Stück. Oh, der Tag. Es fängt an und es ist einfach so. So schwer, so schwer. So, da haben wir wieder eine. Stell alles her, was du kannst. Und ich glaube, wir können nicht mehr, weil keine Holzkohle. Deswegen glaube ich, mache ich hier jetzt auch erstmal Holzkohle. Abbrechen, ja. Mach Holzkohle. Benzin aufgebraucht. Eigentlich müsste doch das Ganze verfeuern von dem Holz auch Holzkohle geben, oder?
Rein theoretisch. So, aber gut, egal. Das da auftanken ist schon. Das da auftanken, mehr herstellen. Immer herstellen. Immer, immer herstellen. So, einmal ist schon fertig. Können wir jetzt wieder ein Kabel herstellen? Nein. Mir fehlt nochmal. Ich finde das so beknackt mit den Dingszahlen. Also den Skillpunkt, den hätte ich mir echt sparen können, ne? Wo waren das? Charakter. Handwerker. Verringert die Materialkosten bei der Fertigung am Arbeitstisch um 20. Das hätte ich mir echt sparen können, weil es bringt ja doch nichts. Korps erhöht Schaden von Bohrer und Kettensäge. Ich habe nicht mal eine. Wachstum nach der Reittier, nach dem Dreitiertraining. Wo ist hier? Hört die Werkstattpunkte um 3 und die Belohnung für den Abschluss eines Auftrags. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hört die Chance. Was machen wir denn? Verteidigung, Gesundheit um 5 erhöhen. Ja, machen wir Gesundheit. So, anwenden. Jawohl. So. Okay, was können wir denn anstellen? Wir könnten uns mal Essen schnappen, weil es dauert eh noch eine Weile, ne? Aber eigentlich müsste ich auch hier bleiben. Es ist echt übel. 3 können wir herstellen. Brauchen wir auch noch mal ein paar. Und derzeit macht der Doofe da die ganzen Aufträge. Okay, dann würde ich sagen, ja, Essen schnappen, ne? Essen schnappen. Ich nehme mal Essen mit. Essen, 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 Essen. Der gibt 50 GP wieder. Und der gibt Verteidigung, Ausdauer, Trefferchance, stellt Ausdauer her, stellt maximale GP wieder her. Stellt 15. Ah, ne, Ausdauer. Ausdauer will ich nicht. Ausdauer. Stellt 10. Ausdauer. Ausdauer. Ich habe gar nicht so viel Essen. Hier GP. Ja, das muss aber jetzt reichen. Das muss reichen. So, okay, danke. In die Kiste. Schmeiß einfach alles rein. So, brauche ich ja doch nicht. So, machen wir mal so. Essen haben wir dabei. Dann lass uns da hochfahren. Vielleicht sind da ein paar Sachen fertig. So, ich würde gerne mehr Aufträge machen, aber irgendwie... Ich bräuchte ich weiß es. Ich bräuchte mehr von den Maschinen. Aber irgendwie habe ich ja immer was zu tun. So, ich mache jetzt die dritte Ebene. Gucken wir mal da rein und gucken uns die dritte Ebene an. So, Klärdingens betreten und durchmatschen. So. Ach, ich hätte ein Schwert mitnehmen können, gerade für die Kisten, aber egal. So, da bin ich. Da bin ich. Wer will was auf die Nase? Ich habe auch die Waffen ausgerüstet. Das ist sehr gut. Na, ich bin schon tot im ersten Level hier, ha? Die Fische sind hartnäckig, kleine Mistviecher. Komm her, ich hau dich. So, da ist aber schon eine Kiste. Gucken, was da drin ist. Und da ist auch noch eine Kiste. Mitnehmen. Alles mitnehmen hier in dem Giftdingens. Und da ist auch noch eine Kiste. Hüpf. Öffnen. Öffnen. Öffnen, habe ich gesagt, Mädchen. So. Schauen wir mal. Ventil. Vielleicht können wir das Zeug auch alles gebrauchen. Man weiß es ja nicht. So. Oh, der ist schon tot. So. Na, damit hast du nicht gerechnet, Fisch. Dass ich dir in die Schnauze trete. So. Und erst den da. Ja, die tun nämlich weh. So. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Und danach machen wir den kaputt. Es hat sich gerade so angehört, als würde es Erdbeben hier irgendwie. Ein Erdbeben geben. So. Aber ich glaube, da hat einfach nur ein Rohr irgendwie gebrummelt. So, in Bewegung bleiben. Und drauf da. Ah, man merkt, glaube ich, dass ich Schaden mache. So, zack.
Zack, alles einpacken. Alles einpacken. Oh ja, Motor und Schmiermittel. Das ist auch gut. So, und wenn ich hier hochkrabbel. Na Gott, doch, dann klappt es auch mit den Kisten besser. Gib mir mein Gold. So, nächste Ebene. Wir rennen da jetzt einfach durch. Hoffe ich, glaube ich. Naja, vielleicht nicht. So. Da, 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 da. Au! Zack. Nein, lass es. Du lässt es auch. Komm, Level up. Jawoll, sehr schön. Leckt hier irgendwas? Sieht nicht danach aus. So. Zack, drei Schläge und tot sind sie. Na, aber wenn sie mich erwischen, tut's halt auch weh. So, und weiter geht's. Sehr gut. Wie viele Ebenen hat das eigentlich? 5 oder 6? 6. Hälfte haben wir schon. Die Hälfte haben wir schon. Oh, das ist das gleiche wie gerade eben, ne? Autsch. Und du jetzt, komm her. Ich hau dich, ich hau dich. So. Ich glaube, die sind halt auch immer random. Oh ne, da hinten stehen... Okay, ist doch ein anderer Raum. Ich dachte nämlich gerade, das ist so schön. Die gucken mich nicht an. Aber Überraschungseffekt ist auch dahin. So. Komm her. Autsch. Vergiftet. Vergiftet bin ich. So. Da war schon wieder das Brummeln, als wäre ein Flugzeug oder so unterwegs. Gib mir das Gold. So, was haben wir hier? Einmal der da und dich haue ich auch noch weg. Ich mach dich auch kaputt. So, gib mir die Kisten. Schöne Sachen. Schöne Sachen. Schmiermehl. Schmiermehl. Schmiergel. Brauchen wir für die Dingssäulen oder für die Kabel. Gerade irgendwas, wo wir benutzen und brauchen, das haben wir da gerade gekriegt. Ne, da brauchen wir Schmiermehl zu. Schmiergel, meine Güte. Mich ärgert es so ein bisschen, dass Higgins halt so viel Aufträge kriegt, ne? Weil der macht das halt und hat es am Tag dann fertig. Und nimmt am nächsten Tag einen an. Ich krieg das nicht fertig. So. Na, du Ratte? Ich treffe dich gar nicht. So, jetzt aber. Und nochmal. Ja, war mir fast klar. So. Au, au, au. Sag erstmal den weg, dann der, der schießt und dann... Die nächsten. Ah, da ist noch einer. Au! Wenn ich rumrolle, hast du mich nicht zu erschießen. Eine schöne Rolle einfach so zu sabotieren, ist nicht okay. Au! So. Und drauf da. Bisschen Leben verliere ich schon, aber es ist toi, 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 läuft noch ganz gut. Ja, ich dachte es mir. Komm her. Ich hau dich. Schau dich. Komm her, Fisch. Du darfst nicht irgendwie dann irgendwas knabbern hier. Oh, eine Ratte. Eine Ratte. Autsch. So. Oh, der da hinten ist schon tot und die Ratte war noch am Leben, okay? Wenn man die nicht zum Schlagen kommen lässt, das ist eigentlich gut. Okay, okay, okay. Drei auf einen Haufen. Autsch. So. Ha! Jetzt esse ich mal was. Komm, dafür haben wir es doch mitgenommen. Wir essen das da benutzen. Jawohl, einmal rein essen. Nom, 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 nom. Sieht doch schon ein bisschen besser. Was ist das da? Ein fliegender Fisch? So, Fisch an Land ist schon komisch, aber ein fliegender Fisch an Land? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, fliegende Fische gibt es, ne? Die so ein bisschen rumgleiten irgendwie. Ich weiß es nicht. Dachte ich. Kann mich auch täuschen. So, nein, lass es sein. Du sollst mich nicht vergiften. Das tut weh. Nein, lass mich in Ruhe. Zack, rein da. Au, der ist weg. Der ist auch gleich weg. Komm, weg mit dir. So, gibt's noch irgendwas hier? Nein, das sah nur so aus. Schnell nach oben. Oh, ich glaube, wir haben's. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Endboss? Sind wir jetzt auf der 6. Ebene? Ich glaube ja, ne? Da ist er. Und noch kein einziges Mal gestorben. Das heißt, wir sterben jetzt.
La 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 la. Autsch. Dusch. Drauf. Und weg. Und dusch. Und drauf. Und weg. Und drauf. Das ist halt, ne? Beste Lösung hier bei dem Viech. So, und dusch. Und gleich rastet er aus. So, ja, 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 ja. Jetzt rastet er aus, gell? Ja, das ist eigentlich gut, wenn der da so steht. Und das macht. Zack, und der ist matsch. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Wir haben es geschafft und wir haben eine Cappy bekommen. Und einen Motor und noch irgendwas, was ich jetzt aber nicht gesehen habe auf die Schnelle. So, oder halt nicht identifizieren können, so auf die Schnelle. So, hauen wir hier alles weg. Kriegen wir noch schön Gold ein bisschen. Und alte Teile. Raumkiste. Jawoll. Das da und das da. Und zack. Jawoll. Hui, Exit. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Cappy. Wir haben Ruin Driver Head. Eine unverzichtbarer Gegenstand für jeden Ruintaucher. Schützt den Kopfbereich zuverlässig. Wow. Maximal GP 200 Dingens von. Wow. Werke, mysteriöser Mann. Ich hoffe, ich behalte meine Frisur, sonst ist der wieder... Nein! Das wäre eigentlich cool. Aber warum? Warum musste es mir meine Haare wegnehmen? Was wäre daran jetzt so schlimm, da noch den Zopf zu haben? Ich will halt meinen Zopf behalten. Beides halt echt cool wäre, ne? Die Mütze wäre schon cool, aber nicht für den Preis. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich fahre nach Hause. Wir haben das Ding hier wunderschön gemeistert. Silikonchip bekommen, ein paar Sachen bekommen. Ich glaube, ich kann viele, viele Motoren bekommen. Bin eigentlich ganz zufrieden. So, Motorchip und das da. Okay, gut zu wissen. Genau, dann würde ich aber sagen, ich fahre nach Hause. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.